Hallo, ich bin der Jürgen und ich will euch heute zeigen, wie ihr Baumperlen machen könnt. Das ist eine Baumperle und ich habe sie zu einer wunderschönen Halskette angefertigt. Ihr könnt auch andere Schmuckgegenstände dazu machen, sieht also schön aus. Das erste, was ihr finden müsst, ist eine Buche. Also geht in den Wald und schaut, wo finden wir solche Baumperlen an Buchen. Also, komm mit in den Wald, bis gleich. Hier habe ich einen Zweig von einer Buche, die typische Buchenblätter mit der Spitzenform, der Rückseite ein bisschen heller. Und hier haben wir eine Buche, man erkennt sie auch an der schönen glatten Rinde. Und oft haben sie so, ja, man sagt sie, so Streifen, so waagerechte Streifen. Manchmal etwas nach unten geneigt und die nennt man auch Chinesenbärde. Wenn die auf dem Boden liegen, bestimmt auch noch so Bucheckern. Hier sieht man sie gut. Ja, hier bin ich in einem Wald, hier hat es wunderschöne Buchen. Jetzt schauen wir uns mal die Buchen an, ob wir hier irgendwelche Baumperlen finden. So, an dem scheint keiner zu sein. Hier ist eine wunderschöne Buche und tatsächlich hier hat es auch Baumperlen dran. Schaut mal, hier eine. Schau mal auf diese Seite, hier sieht man es besser. Diese Ausbuchtung kann man vorsichtig mit dem Messer wegmachen. Hier oben hat es auch noch welchen. Dieser ist vielleicht zu klein. Aber hier sieht man noch mal zwei schöne. Und wenn man hier höher geht, hier hat so kleine Punkte. Die sind wunderbar. So, dann versuche ich mal die mit dem Messer wegzumachen. Einfach so vorsichtig und schon fällt sie ab. Diese kleine Narbe schadet dem Baum nichts. So, jetzt habe ich die Baumperle mitgebracht. Sieht also wunderschön aus. Und jetzt können wir die Schale davon abschnitzen. Ich zeige das mal so. Vorsichtig die Schale abmachen. Am besten macht man das, wenn die Baumperle noch ganz frisch ist. Wenn man sie ein paar Tage liegen lässt, wird sie trocken, dann wird es schwieriger. So, jetzt sieht die Perle schön rund und weiß aus. Als nächstes könnt ihr sie, wenn ihr wollt, auf dem Schmirgelpapier ein bisschen noch fein machen. Nun habe ich mir noch ein wenig Öl geholt aus der Küche. Da könnt ihr die Perle jetzt etwas mit einreiben. Das ist gut für das Holz und dann wird sie wunderschön. Ich habe in diese Baumperle noch ein Loch gebohrt und einen Faden durchgezogen. Jetzt könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen, was ihr daraus Schönes macht aus dieser Perle. Eine Halskette oder Armband oder andere Dinge. Wisst ihr eigentlich, dass diese schöne Baumperle ursprünglich entstanden ist aus einer Verletzung? Dieser Baum, die Buche, ist verletzt worden an ihrer Rinde. Und dann gab es eine Auswucherung. Und der Baum hat sich geschützt und ist drüber gewachsen. Und dann gab es diese wunderschöne Auswuchtung. Und so kann es auch in unserem Leben gehen. Dass Menschen uns verletzen, dass Umstände uns verletzen. Unser Herz blutet. Aber wenn wir dann diese Wunde zu Gott bringen, möchte er sie heilen. Und auf vielen Wunden und schmerzvollen Stunden hat Gott schon richtige Perlen daraus gemacht. Wenn du lernst, ein Ja dazu zu finden, zu dieser Wunde, wenn du lernst, wie Gott sie heilen kann, wenn du sie ihm bringst, und wenn du es erfährst, wie der Schmerz nachlässt, dann kannst du in diesem Bereich, wo du verwundet wurdest, anderen Menschen helfen. Denn du kannst sie verstehen. Und dann wird aus dieser Wunde eine Perle, wenn du sie Gott hinhältst. Ich wünsche euch viel Freude beim Baumperlen suchen und basteln. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass Gott auch eure Wunden vergoldet und wunderschöne Sachen draus macht. Bis bald, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken
unseren Kanal abonnieren, dann unterstützt ihr uns. Oder einen Kommentar darunter schreiben. Tschüss, euer Jürgen.